Sehr geehrter Vizepräsident, sehr geehrtes Hohes Haus, ich möchte sprechen zur barrierefreien und Mobilitätsfreiheitsnutzung des öffentlichen Verkehrs. Ich möchte mich vorab schon mal bei allen bedanken, die was den Antrag mittragen. Ich bin da informiert worden von Gemeindebürgern in meiner Region und da ist, ja, ich habe das so gar nicht wahrgenommen, dass bei uns auch in Rattenberg keine Barrierefreiheit gewährleistet ist und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe dann auch gesehen, dass die Grünen ja in der letzten Periode da schon drauf waren und mit der Landeshauptfrau Stellvertreterin, die Philippe Ingrid, hat ja da schon eine Erhebung machen lassen. Bei dieser Erhebung 2017 ist rausgekommen, dass 40, also über 40 Bahnhöfe teilweise oder nicht barrierefrei gemacht werden. Und ich bin froh, wenn wir jetzt da nochmal gemeinsam schauen, wie viel sind jetzt noch wirklich zum Umbauen, damit dieser barrierefreie Status dann bei den öffentlichen Verkehrsnehmern gewährleistet ist. Ich habe auch schon mit einem zuständigen Landesrat gesprochen und muss auch sagen, er ist da eh fleißig dahinter. Und ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt zu einem Ausbau kommen und ja, würde mich freuen, wenn das heute durchgeht. Dankeschön.